So, mal ein klein paar Ausschnitte von meinem Spaziergang mit der Bifi. Hier sind überall Nacktschnecken. Bifi, die ist gerade am Naschen. Hier sind überall diese Schnecken. Muss ich voll aufpassen, dass ich nicht drauf trete. Das ist voll eklig. Habe ich gerade was entdeckt. Und ja, ist schon was Besonderes, finde ich. Also ich hätte mich als Kind gefreut, denn hier liegt so ein Ballonfetzen. Ist natürlich scheiße geflogen, aber das kann man ja mit den Ballons nicht planen. Und was haben wir denn da drauf? Also erstmal hier sieht aus wie so alte Gummireste von Kondom. Und dann ist hier der Ballonzettel, der wohl weit geflogen ist. Der Fun Fleet. Bishops Molland Start 145 in 48. Ah, gut, die ganze Adresse könnt ihr selber lesen. Hat er ja unterwegs geschickt, also ist ja schon mal kein Geheimnis. Ja, ich weiß nicht, ob er geplant war, dass er nach Deutschland fliegt, ne? Name Lief van Uylet. Ah, wir bitten den Finder freundlich, diese Karte mit Angaben seines Namens und Adresse zurückzusenden. Wir danken voraus für Ihre Freundlichkeit. Was habe ich denn davon? Ich werde das mit euch zusammen machen. Also der Van Fleet, der wird seinen Ballon wiederbekommen. Okay, besser gesagt den Zettel davon. Aber der ist total durchnässt. Ja, für Spinne. Also ab in die Tasche damit. Muss ich ja mal hinlegen. Eine schöne Kamera. Ich habe extra tatsächlich, das muss ich mal irgendwo positionieren, mein Handy mitgenommen. Das kann man ja mit der GoPro verbinden. Ja, bestimmt am Wochenende losgeschickt, so gestern. Und heute kriegt der Van Fleet seinen Ballon wieder. Plus ein YouTube-Video. Interessant. So, ab in der Tasche damit. Vorsichtig, ist ein bisschen morsch. Und jetzt habe ich das Problem, ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. Denn wo ich hier gerade rumlaufe, bin ich als Kind viel gewesen. Aber hier ist alles verwachsen. Da hinten alles zu. Und das sind circa schon 2 Kilometer weg von zu Hause. Okay, wir sind gleich bei der nächsten Aufnahme hier. Bis dann. Immer noch unterwegs. Ich bin noch an derselben Stelle wie gerade, wo ich den Ballon gefunden habe. Wie hier unten haben wir, hier stinkt das auch. Hier läuft die Kacke lang oder so. Oh, Nacktschnecke. Nicht drauf treten. Und ich könnte ja da lang gehen. Aber den Spaß, den gönne ich euch nicht. Hier stinkt das aber auch. Ich muss ganz woanders spazieren gehen. Das ist kein guter Ort zum Spazieren gehen. Ich bin durch den Wald gelatscht. Und der Hund den Hund habe ich führen lassen. Und das kommt dabei raus. Da läuft sie. Oh, da hinten fuhr ein Auto. Gute Zeichen. So weitergelaufen sind wir jetzt, die Bifi und ich. Kommen da hinten zur Straße. Da sehe ich schon, der nächste Hindernis, das ist ein Zaun. Heißt, ich muss die Bifi hochheben. Hier haben wir eine Stelle. Für alle, die es interessiert, wahrscheinlich niemanden. Hier habe ich als Kind viel gespielt, weil da in dem Bereich, also da, habe ich so gewohnt. Und hier, da war ich aber wirklich ziemlich winzig, aber ich glaube, ich will mich jetzt auch nicht trauen, mussten wir immer rüberspringen als Mutprobe. Du könntest das ja mal von nah angucken. Da werden Erinnerungen wach. Oh, hier sieht mir hier keiner. Oh, fängt wieder an zu regnen. Ich suche mir immer die Spaziergänge aus, wenn es regnet. Nee, da will ich gar nicht näher dran gehen. Das sieht ja abartig aus. Als Kind sieht man das irgendwie anders, ne? Okay, schöner, nostalgischer Spaziergang für mich. Ich muss nur überlegen, wie ich durch den Zaun da hinten komme mit der Bifi. Eine ziemlich spannende unterwegs im Real-Life-Video. Da sind Gärten, die gab es früher da auch nicht so in den Stil. Und ein Baum. Ja, Bifi, geh! Die ganz richtige Beine, scheiße, müssen wir wieder baden. Aber der Zaun scheint eine größere Lücke zu haben. Mal gucken, ob wir da durchpassen, Buff. Buff sage ich auch oft zu der Bifi. Komm, Hund. Das ist natürlich völlig verboten, so lang zu laufen. Vielleicht würde mich ein böser Rentner sehen und würde mich ausschimpfen. Ach, scheiße. Das sage ich euch nicht. So, wie viel? Ach, da passen wir 19 mal durch. Aus der Ferne sah es nicht so gut aus. So, dann muss ich die Bifi gleich da dran machen. Mein altes Haus. Oben rechts das Fenster in der Mitte, da wo der Sims abgebrochen ist, ganz oben. Da war mal mein Kinderzimmer. Das war schon ewig nicht mehr hier. Und da müssen wir jetzt durch. Oh, das ist ja undurchdringbar. Wie viel wartet? Ich muss ihn alleine machen. So. Komm her, hier. Komm her.
Ich muss die Kamera holen.